Wer ist denn so bescheuert, 30 Euro für einen Fahrradschlauch aus? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurem Lieblingsfahrradladen. Mein Name ist Markus vom Fahrgeschäft Fitbikes und in diesem Video wollen wir euch eine Weltneuheit vorstellen. Etwas, was in der Fahrradwelt noch gefehlt hat. Ja, wenn ich nachts im Bett nicht schlafen konnte, dann weil ich davon geträumt habe. Ja, die Rede ist von einem Fahrradschlauch, der super, super leicht ist und ja, was noch so genau, das schauen wir uns in diesem Video an. Die Rede ist vom Aerotan. Aerotan. Ja, also es ist nicht ein Fahrradschlauch, sondern es ist der Aerotan. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Yeah. Also, Schwalbe hat einen neuen Schlauch vorgestellt und zwar den Aerotan, ein besonders leichter Schlauch aus einem anderen Material. Und der ein oder andere von euch wird jetzt folgerichtig denken, hä, Moment, das gab es doch schon mal, es war irgendwie orange und hieß irgendwie anders. Richtig, aber in diesem Video geht es nicht darum, sondern es geht um ein ähnliches Produkt von der Firma Schwalbe. Und der Fight ist sozusagen, um einen möglichst leichten Schlauch, möglichst wenig Rollwiderstand einfach einzubauen, widerstandsfähig gegen Platten oder sonst irgendwas. Und das ist sozusagen die Antwort von Schwalbe auf das Konkurrenzprodukt. Lasst uns das mal gemeinsam anschauen. Wir haben sozusagen hier diese Presseverpackung, die bei euch dann anders ausschaut. Und dort ist der krasse, durchsichtige Aerotan-Schlauch. Im ersten Moment schaut es total komisch aus, weil wenn du seit 10 Jahre lang, 15 Jahre lang gewohnt warst, dass dein Fahrradschlauch schwarz ist, aus Gummi, dann ist sowas irgendwie strange. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das strange. So, soll ich das hier auspacken? Ja. Also keine Angst, ihr bekommt es in solchen Verpackungen, ja, so wie ihr das kennt. Das hier ist nur so die High-End-Verpackung für Presse. Ja, das hier ist der Aerotan, ein durchsichtiger Fahrradschlauch. Ja, Ähnlichkeiten aus anderen Gebrauchsmustern kann man sich im Kopf denken. Ich finde es total strange. Also tut mir leid, das ging mir am Tobolite schon so. Das ist einfach, wenn man 10, 15 Jahre einen schwarzen Schlauch in der Hand hatte, ist das hier einfach komisch. Dass man durchschauen kann, ich weiß nicht, ob man so baut, ob es ein Marketing-Gag ist oder ob man das so machen muss wegen dem Material. I don't know. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet. Ich finde es strange. Der eine oder andere hat, will sich jetzt zurückerinnern, an 2015, da hat Schwalbe schon mal einen Versuch gestartet, zusammen mit BASF so etwas zu bauen. Hieß auch schon Aerotan, war aber nicht ganz hitzebeständig, hat ein Problem gemacht mit Felgenbremsen, sodass es vom Markt wieder verschwunden ist und das ist sozusagen Versuch Nummer 2. Ist jetzt hitzebeständiger, gibt es hier verschiedene Versionen, ob Mountainbike mit Scheibenbremse, ohne Scheibenbremse, das machen wir gleich in den technischen Details. Aber warum machen wir das Ganze überhaupt? Ja, warum machen wir diesen Aufwand in der Form? Also es hat bestimmt etwas dazu zu tun, dass es ein Produkt auf dem Markt gibt, was mittlerweile das hier kann. Wir haben sozusagen einen sehr, sehr leichten Schlauch. Er soll deutlich widerstandsfähiger sein, weniger Rollwiderstand haben und ist sozusagen für all diejenigen, die noch mehr aus ihrem Rad rausholen wollen, die vielleicht keinen Bock mehr haben auf dieses Dichtmilchzeugs, also tubeless zu fahren, für die ist es eine Alternative. Es ist nicht dasselbe Material wie beim Schlauch. Das ist ja so ein Gummibutyl in enger Form. Ja, das ist deutlich schwerer, sondern es ist ein, Achtung, TPU. Und ich habe es jetzt hier aufgeschrieben, ein thermoplastisches Polyurethan. Es ist sozusagen nicht der Name Aerotan, sondern es ist ein Elastolan. Ist abrieb- und verschleißfest, daher langlebig auch unter Druck. So, ich glaube, das habe ich so eindeutig rübergebracht. Chemie war ich noch nicht so gut. Ja. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den technischen Details. Basti, let's go! Danke, Markus. Ich versuche, den Traum deiner schlaflosen Nächte mal den Leuten etwas näher zu bringen. Aerotan, Schwalbes zweiter Versuch, aus dem thermoplastischen Polyurethan Elastolan einen Schlauch herzustellen. Der erste Versuch scheiterte an der Hitzebeständigkeit. Dieses Thema hat Schwalbe mittlerweile mit BASF in den Griff bekommen und sie haben das Material weiterentwickelt, sodass es nun auch für Felgenbremsen geht. Elastolan zeichnet sich aus durch eine hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit, hohe Zugfestigkeit und ausgezeichneten Weiterreißwiderstand. Hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Sauerstoff und Ozon, sehr gute Kälteflexibilität und sehr gutes Dämpfungsvermögen. Die Schläuche bestehen zu 100% inklusive Ventil aus diesem Material und sind daher 100% recycelbar.
Aber was rechtfertigt jetzt den Preis für 30 Euro? Da gehen wir jetzt einfach mal durch. Im Plangertest wird ein Dorn mit einer kugelförmigen Spitze mit 1 mm Durchmesser unter zunehmendem Druck in den Schlauch gestochen, bis dieser dem Druck nicht mehr standhält. Da hat der Aerotan-Schlauch Maximalwerte erzielt. Beim Snakebite-Test wird ein Fallbeil aus zunehmender Höhe auf den Reifen fallen gelassen, bis der Schlauch durch ein Snakebite Luft verliert. Da werden die Abstände schon etwas knapper und da ist er auch dem Extralight etwas unterlegen, aber er hat trotzdem noch Bestwerte. Snakebite-Test für MTB heißt, es wird ein abgerundetes Pfeilbeil auf den Reifen fallen gelassen, um Schläge durch Wurzeln und Steine zu simulieren. Da liegen alle ziemlich ähnlich aufeinander, aber trotzdem Aerotan-Tubes sind immer noch führend. Auch wenn rotierende Masse keine Rolle spielt, die Gewichtsangabe des Schlauchs, da sind wir natürlich sehr weit unten. Und die Kunststoffschlauch der Marke A, also quasi die Orangenschläuche, sind da noch ein bisschen leichter, aber das ist wirklich marginal. Interessant natürlich auch für viele Vielfahrer oder Pendler unter euch. Rollwiderstandstest. Beim Rollwiderstandstest rollt der Reifen mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h. Gemessen wird die Leistung, die für den Erhalt der Geschwindigkeit aufgebracht werden muss. Und da sind wir im Top-Mittelfeld. Last but not least, die Hitzebeständigkeit dynamisch. Bei diesem Test wird eine Starttemperatur von 30 Grad Celsius gewählt und bei 78 km/h mit 30% Bremskraft getestet. Zusätzlich wird ermittelt, wie viele Notbremsungen der Schlauch standhält. Und da sind wir natürlich auch wieder ganz oben mit dabei. Rein auf dem Papier gibt es eigentlich keinen großen Nutzen mehr für einen alten Butylschlauch, außer der Preis. Für so einen bekomme ich 3 Butylschläuche und ein Tiptop Flickset. Aber wir werden es mal einem Langzeittest unterziehen und dann geben wir euch nächste Saison auf jeden Fall nochmal ein neues Feedback. Dann natürlich noch die Frage, wer darf so etwas fahren? Es gibt einmal eine Road-Version, also für Rennräder, dann eine für Road- und Gravel-Bikes. Allround, das ist für euch Pendler wahrscheinlich sehr interessant, das ist ein 28 Zoll Schlauch, der geht von 37 bis 50 mm. Weiter geht's mit einem Mountainbike Schlauch, den es in 26, 27,5 und 29 Zoll gibt und eine MTB Plus Version, die dann quasi für die etwas breiteren Reifen ab 62 steht. Somit ist mein Part vorbei und ich gebe zurück zu dir, Markus. So, am Ende des Tages ist viel Chemie, am Ende des Tages bleibt es aber ein Schlauch. Ja, und die Frage ist ja, warum sollte ich so viel Geld für einen Fahrradschlauch ausgeben und wann macht das Sinn? Ja, ich habe vorhin schon gesagt, wenn man mehr rausholen möchte, noch mal ein bisschen leichter das Ganze machen müsste, dann auf jeden Fall. Wenn es jetzt pannensicher ist, dann ist auch ein gutes Argument. Und vielleicht noch leichter beim Einbau geht, dann ist auch ein gutes Argument. Ja, das Argument, was von Schwalbe auch kommt, ist natürlich leicht und vor allem aber auch ist recycelbar und zwar zu 100%. Ja. Bei den bisherigen Fahrradschläuchen hat man zwar ja auch mal gesagt, dass es recycelbar ist, 100%, aber da haben wir hier auch das Ventil und so. Und das hier ist sozusagen auch aus diesem Material und damit 100% recycelbar und wird dann später für, wie heißt, Hausdichtungen so verwendet. Ja, also es, du kannst sozusagen, das wird irgendwann mal ein Teil eines Hauses. Ist ein schöner Hintergedanke, ist also ein bisschen nachhaltiger. Aber im ersten Schritt interessiert uns ja erstmal, können wir es einbauen? Wie ist der Einbau? Und das wollen wir einfach mal jetzt gemeinsam mal ausprobieren, oder? Ja, ich habe meinen Reifen mitgebracht, zufälligerweise von einem schwarzen Simplon-Rad, wo im Vorderrad der Turbolito eingebaut ist. Und jetzt bauen wir Hinterrad sozusagen das durchsichtige Pendant dazu ein. Wir schauen mal, ob ich es noch montieren kann. Bisher hatte ich keinen Platten dieses Jahr. So, wer jetzt vielleicht vorher auf Tubeless-Basis unterwegs war, der hat jetzt viel Arbeit vor sich, der muss alles super sauber machen. Weil Tubeless Milch, auch Dichtmilch oder irgendwelche Reifenpannenmilch oder so, sich einfach nicht gut verträgt mit diesem Material. Deswegen wäre jetzt euer Job super, super sauber machen. Da ich da nicht Tubeless unterwegs war, boah, ist der schmutzig, müssen wir das nicht machen. Oh, wer muss nachher fegen? So, also wie gesagt, wer hier jetzt Dichtmilch drin hatte, die muss raus. Wenn man unabsichtlich Luft rausgeht, ärgert man sich, wenn sie schnell rausgeht. Wenn man sie raus haben will, dauert es einen zu lang. 243 Gramm haben wir jetzt ausgebaut mit diesem Isolierband, mit diesem Gummi hier. Und die packen wir jetzt, damit es vergleichbar ist, auch hier wieder drauf. Siebenundachtzig.
bin ich schon ein bisschen leichter. Ne? Das will ich auch kurz erklären. Und zwar sind das spezielle Flicken für das Material. Das heißt, wenn ihr bisher in eurer Jacken, Trikotasche, Fahrradtasche irgendwie so eine normale Vulkanisierflüssigkeit sowas hattet, das könnt ihr hier mit knicken, geht nicht. Gilt sauber machen, draufbappen und dann soll es wieder dicht sein. Dann müsst ihr also ein bisschen euer Reparaturkit ein bisschen überarbeiten. So, jetzt haben wir dieses schöne schwarze Ventil. Das hat also jetzt hat bald hinten ein schwarzes und vorne ein oranges Ventil drin. Das pumpen wir ein bisschen auf und bauen es wieder ein in meinen schönen schmutzigen Reifen. Er muss nachher putzen. Der neue Praktikant. Und das ist wie beim Turbolito auch komisch, dass du hier einen Schlauch reinlegst, der irgendwie nicht aufgepumpt ist. Es wirkt einfach strange. Ja, ist sehr ungewohnt einfach. Schauen wir mal, was wir zusammenkriegen. Das ist der erste Schlauch, den ich dem Rad austausche. Also an den Hinterrad. Pumpen wir jetzt, oder was? Nee, pumpen wir nicht. Komm. Ja, eingebaut ist er jetzt. Wir haben also jetzt diesen Schlauch hier drin. Irgendwie sieht man von dem Schlauch nicht so wahnsinnig viel, außer das Ventil. Wirklich ausprobieren, also von der Montage, klar haben wir es jetzt getestet. Das hat sehr gut funktioniert, hat sehr einfach funktioniert. Aber ob es jetzt wirklich so im Alltag einen Unterschied ausmacht, das können wir jetzt momentan noch nicht feststellen. Wir werden es ein bisschen damit fahren, schauen, ausprobieren. Es stellt sich ein bisschen die Frage, ja, wo merkt man das als Autonormalanwender wirklich? Ich glaube, im Alltag nicht so wirklich, außer vielleicht beim Reifendruck, dass man eben mit so wenig Reifendruck fahren kann, wie beim Tubeless, das glaube ich schon. Aber natürlich dann auch diese, sozusagen die Beständigkeit des Ganzen. Das soll ja gegen Platten besser funktionieren, ist vielleicht einfacher zu reparieren. Es war auf jeden Fall sehr einfach im Einbau. Wir werden sehen. Schreibt auf jeden Fall mal euer Feedback in die Kommentare, was ihr davon haltet, für einen Schlauch so viel Geld auszugeben. Gibt es Argumente für euch? Gibt es Argumente dagegen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann werden wir es gemeinsam im nächsten Video mal testen und schauen, was daraus geworden ist. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ciao.